Horseland, Horseland! Yeah, 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 yeah! Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Horseland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde. Heute in Horseland. Mit ihrem rasanten Reitstil hat Alma schon viele Turniere gewonnen. Als sie den ändern will, fürchten ihre Freunde um den Sieg bei einem der wichtigsten Wettkämpfe der Saison. Oh, ihr schon wieder. Stört mich nicht. Angora, wir machen uns Sorgen um dich. Du schläfst die ganze Zeit. Willst du nicht endlich aufstehen und irgendetwas unternehmen? Nein. Heißt das, du willst den ganzen Tag hier liegen bleiben? Aber das bringt doch nichts. Meinem Gehirn bringt das eine ganze Menge. Ich bin dabei, eine neuartige Mausefalle zu entwickeln. Aber Mäusefang ist doch dein Job. Trine, darum geht es nicht. Eine Katze mit Niveau sollte nicht selbst jagen müssen. Aber bei Katzen geht man davon aus, dass sie Mäuse jagen. Ja, na und? Dann findest du es auch in Ordnung, dass ich mich nicht im Dreck wälzen mag wie die anderen Schweine? Deshalb bist du du. Und weil Chef sich nicht immer so verhält wie jeder normale Hund, ist er er. Angora, bitte. Was redest du da? Komm mit, Trine. Wir gehen auf den Reitplatz und laufen ein paar Runden. Wir laufen, bis wir nicht mehr können. Das machen wir. Komm schon. Sie hat recht. Normal ist das wirklich nicht. Ich bin nun mal kein Rennpferd. Und mein innerer Schweinehund sagt dazu, nein. Oh, vielleicht auch besser. Es ist viel zu heiß. Juhu! Unsere einzige Chance, den Starnhorst-Wettkampf zu gewinnen, ist Alma. Sie schafft das. Keiner reitet den Parcours so gut wie sie. Solange sie ihn nicht zu schnell angeht und dadurch Fehler macht. Ein Fehler ist nicht schlimm. Zwei. Keine Sorge, Button. Die nächsten schaffen wir. Rapido! Angst scheint sie nicht zu kennen. Sie gibt nie auf. Das ist ihr Stil. Ihr Vater hat ihr beigebracht, so zu reiten, als sie noch ganz klein war. Hoffentlich macht sie bei der Geschwindigkeit nicht allzu viele Fehler. Spitzenzeit. Das war echt super, Alma. Das sah klasse aus. Es muss toll sein, so reiten zu können. Reiten ist nun mal das Schönste im Leben. Oder vielleicht lesen? Am schönsten wäre es, wenn wir in der Zeitung lesen könnten, wie gut wir geritten sind. Na, worüber freut ihr euch denn so? Hab ich das eben richtig gesehen? Unsere Starreiterin hat zwei Stangen gerissen? Tanja Bender würde so etwas nie passieren. Wenn Tanja das gesehen hätte, würde sie vor Angst schlottern. Das glaube ich kaum. Da ist Tanja, die mit dem Handy. Sie hat dich die ganze Zeit beobachtet, aber schlottern tut sie nun wirklich nicht. So, das ist also Tanja Bender. Ich habe eben die angebliche Favoritin gesehen. Ich sage dir, die reitet wie eine wild gewordene Amazone. Sie hat ganz offensichtlich keinerlei Ausbildung. Eine wild gewordene Amazone? Ich zeig dir gleich mal, wie das aussieht, wenn ich wild werde. Ach ja? Du meinst, das geht noch schlimmer? Was glaubst du, wer du bist? Ich bin ein Champion und im Gegensatz zu dir reite ich nicht wild. Ein Champion zeichnet sich durch Disziplin aus. Mein Vater hat mir das Reiten beigebracht und er weiß alles übers Reiten, absolut alles. Was du nicht sagst, mein Vater reitet im olympischen Springreiterteam. Und meine Reitlehrer haben schon 5 internationale Goldmedaillen gewonnen. Also, was macht dein Vater denn zu einem solchen Experten? Mein Vater ist der Geschäftsführer von Horseland. Das sagt alles. Nimm dir das bitte nicht zu Herzen, Alma. Aber sie hat recht. Das ist es ja eben. So wie ich reite, werde ich niemals ein Champion. Und mein Vater war nie bei den Olympischen Spielen. Na und? Dein Vater kennt dich und hat dir das Reiten so beigebracht, wie es deinem Temperament entspricht. Das ist es ja. Mein Temperament ist mein größtes Handicap. Es wird Zeit, dass ich meinen Reitstil ändere. Ich muss viel disziplinierter werden. Und der einzige Ort, an dem ich jemals ein Springen gewinnen könnte, ist hier, und zwar gegen euch. Das war ein bisschen hart. Ein bisschen? Flechtest du ihr etwa Zöpfe?
Ja, Peppa und ich werden heute die gleiche Frisur tragen. Ich glaube, das sieht toll aus. Aber ich wollte doch Chili und mir heute Zöpfe flechten. Klingt ganz nach dumm gelaufen. Es war schließlich unsere Idee. Lass dir was anderes einfallen. Oh, du blöde Kuh. Blödere Kuh. Ich rede kein Wort mehr mit dir. Gut, denn ab jetzt gehörst du nicht mehr zu meinem Freundeskreis. Freundeskreis? Du hast keine Freunde, meine Liebe. Die einzige Freundin, die du hattest, das war ich. Dich hält doch keiner aus. Wenn du nicht bei mir bist, schon. Und wo genau stellst du dir vor, jemanden zu finden, der dir überhaupt noch zuhört? Hallo, ihr beiden. Hallo, Benny. Und Sarah. Hi, Zoe. Was liegt an? Ach, nichts. Außer, dass meine Schwester eine eigensinnige, selbstsüchtige, unausstehliche Ziege ist. Ihr solltet dieses Mädchen mit dem Gehirn einer alten Stallfliege ignorieren, denn ihr habt ja mich. Ich weiß schon. Ihr habt nicht zu hoffen gewagt, dass wir nochmal gute Freunde werden könnten. Hab ich recht? Gut, dass ihr das nicht nötig habt. Verlasst euch ganz auf mich. Ich bin auch gerne bereit, euch zu helfen. Ich bin noch viel bereiter. Okay, gut. Ihr könnt die ausleeren. Aber gerne. Und wo sollen wir das hinbringen? Na, auf den Komposthaufen. So wie immer. Wo wir immer unseren Pferdemist hinbringen. Oh, natürlich. Der Komposthaufen. Wo sonst würde man... Pferdemist? Okay, Alma. Aber ich glaube, du kannst noch 1 bis 2 Sekunden schneller werden. Molly, hast du mich vorhin nicht richtig verstanden? Tanja hat recht. Wenn ich mal ein Champion werden möchte, muss ich viel disziplinierter reiten. Geschwindigkeit ist nicht alles, weißt du? Von jetzt an werde ich meinen Reitstil völlig verändern. Nur Disziplin, die ist wichtig. Das weiß ich jetzt. Warum kümmerst du dich überhaupt darum, was diese Tanja erzählt? Sie hatte die besten Reitlehrer, die es überhaupt gibt. Für dich hätte es keinen besseren geben können als deinen eigenen Vater, ehrlich. Ihr Vater ist im olympischen Team und das will ich auch eines Tages erreichen. Selbst wenn es bedeutet, dass ich alles neu lernen muss. Sonst komme ich ja nie weiter und werde ewig hier rumhängen. Und jetzt entschuldige mich bitte, Molly. Ich brauche dich nicht als Zeitnehmer. Du kannst gerne zusehen, aber behalte deine Kommentare für dich. Na klasse. Einen Sprung hast du geschafft. Das ist ja schon der halbe Weg zur Olympiade. Du brauchst meine Hilfe wirklich nicht. Ich hau ab. Bitte, geh doch. Hi, Molly. Möchtest du, dass ich irgendwas für dich auf den Kompost werfe? Nein, nicht im Moment. Wollen wir was zusammen unternehmen? Zoe und ich sprechen kein Wort mehr miteinander. Ich muss unbedingt vor ihr eine neue Freundin finden. Ich tue alles, was du willst. Bitte. Okay, okay. Hör auf damit. Das ist ja peinlich. Ich habe das bestimmte Gefühl, dieser Tag bringt nichts Gutes. Ich hoffe, ich täusche mich. Ich nicht. Der Ratgeber für Springreiter. Trine, irgendetwas läuft hier heute völlig verkehrt. Hi, Alma. Was machst du denn da? Ich lese ein Buch. Hast du damit ein Problem? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich dachte nur, wir könnten irgendwas zusammen machen. Was meinst du damit? Ich könnte dir beim Training für den Wettbewerb helfen. Toll! Gute Idee. Ich danke dir. Wirklich? Ich helfe doch gerne. Wollen wir anfangen? Hier steht, dass ein Springreiter gewisse Etikette, habe ich das richtig ausgesprochen? Naja, gewisse Etikette einhalten muss. Und dabei könntest du mir helfen. Gerne. Etikette ist mein Lieblingsthema. Habe ich das richtig verstanden? Chloe arbeitet freiwillig? Ja, hier passieren merkwürdige Dinge. Molly und Alma streiten sich und dann zieht Alma mit Zoe los. Man kann sich wirklich auf nichts mehr verlassen. Vielleicht sind die beiden ja irgendwie krank. Chef, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist noch lange nicht alles. Das wäre auch wirklich zu schade. Was für ein Tag. Ich glaube, ich muss jetzt erst mal was essen. Ich weiß, Essen ist gut für die Nerven. Und heute ist wirklich kein guter Tag. Molly, da kommt Alma. Ihr müsst euch wieder vertragen. Ganz wichtig, wenn sie dir einen Pokal überreichen, vergiss um Gottes Willen nicht zu lächeln und bedank dich auch bei den kleinen Leuten, Stallburschen und so. Kleine Leute, die spinnt. Das hat Zoe gesagt, nicht Alma. Alma, wir gehen zum Essen. Willst du mitkommen?
Leider keine Zeit. Zoe, was haben wir jetzt auf dem Plan? Übungen zum mentalen Erzwingen des Sieges. Dann Fingerspitzenmassage, Konzentrationsübungen und dann sehen wir uns die Aufzeichnung des letzten Wettbewerbs an. Komm, Zoe. Ich habe das Gefühl, ich träume. Das Gefühl habe ich auch. Okay, wo ist der Pferdemist? Es ist so, wir sind jetzt eigentlich auf dem Weg zum Essen. Super, ich habe mein Essen dabei. Du willst wirklich mit uns essen? Natürlich. Okay, wir üben jetzt den Blick nach innen. Einatmen. Jetzt stell dir vor, du stehst am Start. Du trägst sehr enge Reithosen aus einem seidenen Material und ein schneeweißes Hemd mit Rüschen dran. Zoe, du wolltest mir helfen, das Turnier zu gewinnen und nicht irgendeinen Schönheitswettbewerb. Oh, ja. Aber ein hübsches Äußeres ist auch wichtig. Zoe, ich habe einen Krampf im Bein. Dagegen musst du ankämpfen. Alle Spitzensportler konzentrieren sich so auf ihren Sieg, dass sie ihn fast mit ihren Gedanken erzwingen. Mir geht das mit Modegeschäften so. Ich denke so angestrengt über die neue Kollektion nach, dass meine Beine mich ganz von allein in die Boutiquen tragen. Bueno, bueno. Aber gibt's für diesen Psychokram nicht auch eine Kurzform? Klar. Okay. Schließ die Augen. Du und Button, ihr jagt morgen über den Parcours wie der Blitz. Das ist genau das, was ich nicht will, Zoe. Ach nein? Nein. Ich reite wie Tanja. Langsam, sauber und sehr, sehr konzentriert. Aber wieso denn? Das ist doch gar nicht dein Stil. Zoe, das ist doch genau der Punkt. Ich will meinen Stil ändern, unbedingt. Oh, verstehe. Wenn ich so weiterreite, gewinne ich nie. Okay, wenn du das meinst, mir recht. Ich ändere mich auch. Ich habe vom Arbeiten schon eine Hornhaut. Das ist ein Blatt, Zoe. Oh, du hast recht. Soll ich dir was sagen? Du bist in Ordnung. Danke für deine Hilfe. Gerne. Vielleicht können wir ja morgen nach dem Wettkampf... Wir könnten ja irgendwas zusammen machen. Ja. Wenn ich den ersten Preis gewinne, könnten wir in die Stadt fahren und einkaufen. Oder ich könnte dir zeigen, wie du Button Zöpfe flechten kannst. Klasse. Button wird das gefallen. Glaub ich auch. Aber jetzt wieder der Blick nach innen. Du reitest langsam auf das erste Hindernis zu. Wir alle wissen, worauf es ankommt, wenn wir morgen gegen die Starnhorst-Akademie antreten. Wir können nur gewinnen, wenn jeder von euch sein Allerbestes gibt. Meine beste Freundin Alma wird morgen für uns den größten Sieg in Horstlands Geschichte erringen. Ach, wirklich? Meine Freundin Molly und ich sind auch nicht zu unterschätzen. Danke. Mal langsam, wir sind ein Team. Alma, du reitest als Erste. Und denk dran, mit etwas Glück kannst du Tanja schlagen. Sie reitet sehr konzentriert, aber deshalb auch manchmal sehr langsam. Du musst schneller sein als sie und du gewinnst garantiert. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen muss. Ich werde Tanja mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ich werde langsam, konzentriert und sehr beherrscht reiten. Alma, ausgerechnet jetzt? Meinst du, das ist klug? Absolut demente. Du hast recht. Aber Alma, du reitest wie das, was du bist. Ein Naturtalent. Nicht mehr. Sie reitet jetzt, wie soll ich sagen, eher unnatürlich. Das klingt ja vielversprechend. Also gut, Leute, fangen wir endlich an. Alma, du zuerst. Also, Button, jetzt konzentrier dich. Beherrscht und konzentriert. Alma, merkst du das nicht? Du reitest völlig gegen deinen eigenen Instinkt. Vor dem Turnier üben wir nochmal das mentale Erzwingen und machen eine Fingerspitzenmassage. Dann sieht die Sache natürlich anders aus. Noch einmal, ich werde nicht mehr so reiten wie früher. Entweder ihr akzeptiert das oder ihr könnt mir gestohlen bleiben. Es scheint ihr ernst zu sein. Vielleicht sollten wir aufhören, an ihr rumzumeckern und sie stattdessen dabei unterstützen. Das hört sich gut an. Ihr werdet schon sehen, dass Alma sich zum Besseren verändert hat. Wir beide gehen sogar zusammen einkaufen. Wo willst du denn mit ihr hin? In einen Second-Hand-Laden?
Das war gut, Chloe. Second-Hand-Laden. Du hast ja recht, ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns auf unser Niveau zurückbegeben. Wir haben uns erniedrigen lassen. Wir haben Pferdemist entsorgt. Und das alles deretwegen? Richtig, von denen ist Alma die einzige Vernünftige. Sie macht jetzt auch ihr eigenes Ding. Sie ist bestimmt froh, dass sie uns als Freunde hat. Mit euch als Freunden hat sie hier doch gar keine Chance. Komm, Chloe, wir verziehen uns. Also, Alma hat das Lager gewechselt? Button, wir müssen morgen unbedingt gewinnen. Wenn das, was ich tue, richtig ist, warum bin ich dann bloß so unglücklich? Wow, das ist aber wirklich eine super Anlage. Ja, und siehst du, da drüben ist Tanja. Ihr Pferd ist wirklich schön. Die passen richtig gut zusammen. Das kann man von denen nicht behaupten. Okay, also merkt euch das. Wir gegen den Rest der Welt. Du und wir, Alma, das nenne ich ein Gewinnerteam. Hi, Tanja, wir grüßen dich. Ach, wirklich? Die wild gewordene Amazone. Na, wie viele Hindernisse hast du denn heute schon zerlegt? Du? Warum erzählst du Tanja nichts über deine Veränderung? Veränderung? Wenn das heißen soll, du hast dich geändert, das bezweifle ich. Hat sie aber. Ihre ganze Haltung, ihre Einstellung zum Reiten. Sie hat endlich begriffen, was gut für sie ist. Sie gehört jetzt zu uns. Na dann, willkommen im Club. Eigentlich warst du es, die mich dazu gebracht hat, meinen Stil zu ändern und nicht mehr so wild drauf loszureiten. Sonst werde ich ja nie ein Champion. Also wenn ich hier heute gewinne, ist es deine eigene Schuld. Oh, und wie willst du das schaffen? Mit dem Pferd und so wie du trainiert hast? Was heißt trainiert? Über die Hürden gebrettert. Hör auf, dir selber was vorzumachen. Aber vielleicht gibt es für dich ja noch Hoffnung, jetzt, wo du dich von diesen Hobbyreitern getrennt hast. Diese Hobbyreiter sind meine Freunde. Alma, denk daran, ganz langsam einatmen und wieder aus. Und kehre deinen Blick nach innen. Was siehst du jetzt? Dass ich blind war. Ich bin nun mal, wie ich bin. Und ich werde so reiten wie immer, nur noch ein bisschen schneller und wilder. Ich werde versuchen, dich zu schlagen. Und zwar auf meine Art, Champion hin oder her. Und noch etwas, Tanja. Ich habe mich über deinen Vater informiert. Er war Ersatzreiter und Pferdepfleger beim olympischen Team. Er hat während der ganzen Spiele nicht ein einziges Mal auf dem Pferd gesessen. Er war wenigstens da. Was hat dein Vater denn schon geschafft? Mir das Reiten beigebracht. Ich sage dir, du wirst mich niemals schlagen. Du nicht. Hörst du das? Du Amateurin! Wie konnte ich nur so blöd sein? Ihr seid die allerbesten Freunde, die ich je hatte. Ich werde versuchen, dieses Turnier heute für Horseland und für uns zu gewinnen. Und noch was. Lo siento. Ich möchte mich bei euch entschuldigen. Verzeiht mir. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Wir sind froh, dass du wieder da bist. Und dass Zoe ihre Chloe wieder hat. Sonst hätte ich noch mit dir einkaufen müssen. Da, ich glaube, das Turnier beginnt. Wir sollten jetzt langsam einreiten. Alma, jetzt sind Tanja und du an der Reihe. Wenn du sie schlägst, hat Horseland gewonnen. No problemo, Willi. Ich versuche mein Bestes, auf meine Art. Und jetzt die Reiterin Nummer 15 von der Scharnhorst-Akademie, Tanja Bender. Sie reitet wirklich gut. Ein perfekter Ritt. Ja! Scharnhorst liegt jetzt vor uns. Alma, auch wenn du eine Stange reißt, kannst du immer noch gewinnen, wenn du schneller bist als sie. Reite einfach so wie früher. Button und ich sind bereit. Hey, Alma. Denk an deinen Vater. Die letzte Reiterin des Turniers ist die Nummer 22, Alma Rodriguez von Horseland. Hey, sie fliegt über die Hürden. Los, Alma! Ja! Der Pokal in der Einzelwertung geht an die Nummer 22, Alma Rodriguez von Horseland.
So gewinnt man Turniere! Und so sieht ein Champion aus. Für Horseland! Tja, nun ist es vorbei und jede ist wieder sie selbst und jeder er selbst. Alles wie immer. Und dementsprechend langweilig. Oh, ich habe auch mal versucht, anders zu sein. Man sagt doch, Schweine suhlen sich gerne im Matsch. Und da habe ich gedacht, vielleicht versäume ich ja was. Und als niemand in der Nähe war, habe ich es einfach mal gemacht. Wirklich? Und wie war das? Ich bekam einen fiesen, juckenden Ausschlag. Deshalb bleibe ich auch lieber ein sauberes Schwein. Ich bleibe ich. Almas Rückkehr zum eigenen Ich ist ja in Ordnung. Aber in deinem Fall bin ich mir nicht so sicher. Angora, das war nicht sehr nett von dir. Und das weißt du. Aber so bist du eben und so lieben wir dich. Und ich glaube, es besteht keine Gefahr, dass du dich in eine sanfte Schmusekatze verwandelst.